Er ist wieder hier in seinem Revier. Thomas Riedel, zurück in der Zukunft. Doch auch bei den Löwen haben sie den Pfälzer immer noch zum Fressen gern. So gesehen zum Saisonauftakt beim Gastspiel in München. Denn Riedel gelang einst ein Tor für die Ewigkeit. Unvergessen sein 1:0 für die Löwen gegen die Bayern. Der erste Sieg im Derby für 1860 nach 22 Jahren. Der Name des jungen Pfälzers plötzlich in aller Munde. Schon als Teenager hatte er davon geträumt, Bundesliga-Profi zu werden. Also, glaube ich, schwerer Weg so. Also, was der Vater mir erzählt hat, ist schon schwer. Schwierig hin oder her, er wagte und gewann. Sein Tor gegen Köln 1998, ein Mosaikstein des großen Erfolges. Deutscher Meister. Ratgeber und Vertrauter Vater Hannes Riedel, Fußballidol. Doch Vergleiche wären ungerecht. Thomas Riedel geht längst eigene Wege. Und das schon sehr erfolgreich.